bin erstmal gegen das Mikro gekommen. Ich muss jetzt gleich wieder in die Box, Alter. Noch nicht mal eine Runde gefahren, Frontspoiler weg. Das gibt's doch nicht. Verwarnung abkürzen. So. Also ui. Felix, ich muss jetzt wieder in die Box. Warte mal, ich geh auch gleich in die Box. Kannst du noch eine Runde aushalten oder geht's gar nicht? Nee, ist scheiße, ich hab keinen Abtrieb auf der Vorderachse, Alter. Ich fahr hier von einer Mauer in die nächste, wenn's so ist. Alter, so fahr ich die letzten vier Runden. Aber gut, fahr du ran. Ja, Jonas, bevor du angucken kannst, muss ich jetzt erstmal in die Box fahren. Ach, das dauert. Sorry, ich dachte, ich guck mal rein. Nee, das wird mir angezeigt. Ja. Torian möchte ihre Übertragung ansehen. Na da. Welche Übertragung meinst du? Hier, mein Spiel. Ach so. Das ist natürlich. Ja, machst du, wenn du in der Box bist. Dann kann er zugucken. Eine andere. Wobei ich nicht denke, dass du das genießen wirst. Nee, bei der Strecke auf jeden Fall nicht. Wenn nicht, wenn er Zeit und Lust hat, fahren wir nochmal eins. Also jetzt nicht einfacher. Ungefähr wegen dem Formel 1. Yippie, yippie, ich wurde überrundet. Jetzt nicht unbedingt wegen dem Spiel, aber wegen dem Gameplay. Also die ersten zwei haben mich überrundet. Jawoll. Noch eine größere Herausforderung. Welchen Platz bist du denn jetzt? Ich bin 20. Ich habe Chilton eingeholt. Wichser. Es war aber nicht regelkonform. Weil ich die Schikane nicht genommen habe. So, hast du jetzt deinen... Eine halbe Minute hinter Chilton, Spoiler. Ja, ja. Da fehlt aber auch schon wieder fast die Hälfte. Ich gehe jetzt in die Box. Ja, fahr du. Ich bin weit genug hinten. Ich bin jetzt im Tunnel. Ja. So. Oh! Yo! Frontflügel ist beschädigt. Wir reparieren ihn, wenn du in die Box kommst. So, du solltest jetzt eigentlich reinschauen können. Also ich habe es zumindest bestätigt. Und habe sogar die Einstellung jetzt vorgenommen, dass du nicht mehr anfragen musst. Ah, muss noch mal mehr machen. Mir ist jetzt scheißegal, bleib draußen jetzt. Oh, ich hab zum ersten Mal die erste Kurve ordentlich hingekriegt. Oh Gott, da bist du schon. Hä? Da bist du schon wieder. Wo bist du? Ich bin jetzt bei der Haarnadelkurve. Die erste? Ja. Ja, da bin ich noch weit weg. Achso, stimmt, du wurdest ja überrundet. Das sind die hinter mir. Ja. Das verursacht hat jetzt keine letzte Version. Ich hoffe es auch. Mir wurde gerade gesagt, Steam hat die Übertragungskodierung zur beste Leistung geändert. Also noch geht's. So. Dass ich eine schlechtere Übertragung kriege, bevor dein Spiel anfangen kann. Sinn. Ich hab mich eben gerade mal zurückgerundet. Und gleich kommt wieder blaue Flagge, schnellere Autos überholen lassen. Ich war jetzt gerade bei der Schikane unten, ne? Ja, nächster Frontspoiler weg. Oh, 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 oh. Ich muss jetzt definitiv in die Box. Ich hab Flatspot. Ein Flatspot? Ja. Flachen Reifen. Achso. Schnellere Autos überhaupt. Die sind noch nicht schneller als ich. Wo sind die hier schneller als ich? Jetzt muss ich fahr definitiv noch am Limit. Was wollt ihr mit schnelleren Autos? Scheiße, Alter. Mein Auto schaut aus, ne? Hör auf. So, wie viele Boxenstops habe ich jetzt? Den fünften und die fünfte Nase. In einem Rennen. Das wird auch teuer aus dem. Oh, geil! Ich bin jetzt am Rausfahren gerade gewesen, ne? Da hat man gesehen, wie die von der Ferrari-Box rausgerannt kamen zum Boxenstop. Das haben sie mal geil gemacht, dass die sowas da auch noch mit drin haben, ne? Leider sehe ich gerade, die Autos sind ein bisschen wirklich schnell. Komm näher und ich fahre nicht weiter weg. Oh Gott. Jawohl. Wo bist du jetzt?
Ich bin gerade schon wieder durch die Schikane durch. Ach, da bist du, okay. Bin jetzt bei der Haarnadel. Oh Gott, du hast 33 Sekunden Abstand auf mich. Ja. Ich würde sagen, beste Aufnahme ever. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, das sind erste Rennen, wo keiner von uns Punkte macht, ne? Bis jetzt. 8 Runden gibt's noch. Dann musst du wohl nicht erzählen, dass du dich zurückrunden kannst und noch in die Punkte fahren kannst. Wieso? Noch wurde ich nicht überrundet. Ach, du wurdest noch nicht überrundet? Nö, die sind noch hinter mir. Die hab ich bis jetzt davon abhalten können. Oh. Ich hab jetzt auch zum 20. Ey, das darfst Mal du aber auch nicht zu viel machen, ne? Wenn du eine blaue Flagge gezeigt kriegst, musst du die überholen lassen. Die hatte ich gezeigt bekommen, mittlerweile ist sie weg. Ich meine ja nur. Ob was 6 zum Gameplay? Ich sehe nur Bilder. Achso. Alle 3 Sekunden ungefähr. Oi. Das ist gut. Dir schon. Ja. Na ja, komm, besser als Standbild, ne? Das stimmt allerdings. Ja, ich bin kein sonderlich großer Fan von Autorennspielen. Ja. Haben wir vorhin auch schon mitbekommen. Ja. Aber bin ich normalerweise auch nicht. Aber trotzdem warst du irgendwie dann heiß drauf. Ja, das habe ich bei Pete's mit gern geguckt. Weil das ganz lustig aussah. Und du hast ja gesehen. Ganz lustig aussah hier. Playmobil-Grafik oder was? Nein, weil es halt lustig aussah. Es hat schien den Spaß gemacht zu haben. Ja, uns macht's ja auch Spaß, wenn du so willst. Ja, und ne? hast ja gesehen hier. Ich habe das Spiel gehabt und habe dann erstmal bei dir nur Formel 1 gespielt. Ja. Schikane verpasst. Oder fast verpasst. Ich habe aber Glück gehabt. War da nicht angezeigt als Abkürzung. Wow. Yo. Hälfte vom Frontspoiler ist wieder weg. Yippee-yay. Ich glaube, einmal muss ich noch rein einen Frontspoiler holen. Ist doch geil, in 20 Runden 6 Frontspoiler. Oder? Auf jeden Fall. Da sind ein paar Millionen rausgegangen. Besser als nix in 20 Runden. Jo. Die Boxenteams haben genug zum Arbeiten. Ne? Ja, die soll mal was tun für ihr Geld. Ja. So, los, fahr vorbei. Ha, mein DRS funktioniert da nicht mehr. Was, du kannst DRS nehmen? Nein, das haben sie mir eben gerade gesagt. Das nicht so funktioniert. Naja, ich glaube, mal Rennen können wir abhaken. Ich habe schon wieder 3 Sekunden aufgeholt, ne? Felix. Ja, ich nicht. Du hast 3 Sekunden verloren. Ah ne, ich habe 4 Sekunden aufgeholt, tatsächlich. Aber ich wurde trotzdem überrundet jetzt. Ey, die sollen die schnelleren Autos vorbeilassen. Ich bin schneller als sie gerade. Für die Führenden im Feld, nicht für dich. Ich weiß. So. Jawoll. Ich glaube, ich brauche jetzt auch einen neuen Frontspoiler. Oh Mann. Also Monaco ist nicht meine Strecke. Was ist denn eigentlich deine Bestzeit? 1,25,9. 1,23,8. Frage ich mich immer noch, wie du die gepackt hast. Das war mal eine der Runden, in der du einen Frontspoiler hattest, ne? Genau. Ne, einen halben. Ey, guck mal, wie viele Sekunden ich jetzt aufgeholt habe in der letzten Runde auf dich. Ja, 8 Sekunden. Hab ich jetzt nicht gesehen. Nein. 8 Sekunden aufgeholt. Vorher waren es 30, jetzt sind es nur 22. Ja, vielleicht kriegst du mich ja noch. Könnte eng werden. Zwischen uns beiden. Ist an sich scheißegal, dass wir beide keine Punkte bekommen. Ja. Naja, schauen wir mal weiter.
frage mich die ganze Zeit, ob ich riskieren soll, jetzt in die Box zu fahren, um dann eben wieder einen Frontflügel zu bekommen. Ich war jetzt da zwischendurch schon fast jede Runde drin, einen neuen Frontspoiler holen. Ja, aber du bist noch 21 Sekunden von mir weg. Entweder ich komme dann hinter dir aus der Box raus oder knapp vor mir. Genau, knapp vor dir ist ein bisschen riskant. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn dann knapp vor mir. Oder machst halt einen etwas langsam mit dem Boxenstopp. Und dann. Ne? Guck mal, jetzt habe ich nur 2 Sekunden aufgeholt. Aber du holst auf. Das ist das Entscheidende. Aber wohlgemerkt, es sind nur 4 Runden, ne? So, Jonas, hast du noch was zu sagen? Nicht wirklich, ich schau grad noch mal Koop Games. Ach so, ich hab gedacht, du bist total fasziniert von der Dioshock. Hab ich schon lange abgebrochen. Ach so. Die konnte sich nicht mehr geben. Ich kann's mir vorstellen, aus eurem Sicht. Ihr verliert. Nein! Wir sind so gut dabei. Ich habe tatsächlich jetzt eine 6 Sekunden schnellere Rundenzeit gefahren als vorhin. Cool. Das ist eine 1:24.3. Ja, wollen wir nehmen? Dafür, dass das Rennen so läuft, ja. Ja. Ha, neue Bestzeit. Komplett? Ja. Bist da siehst du es. Mit einem halben Frontspoiler, Alter. Und keine perfekte Runde. Du bist doch verrückt. Naja. Ist doch was. Ist immerhin ein Trostpflaster. Jo. Ist immerhin ein Nikotinpflaster. Nee. Nikotinpflaster. Was haben wir bessere Wortwitze gebracht? Da hast du allerdings mal recht. Oh, jetzt ist der Frontspoiler weg. Schwupp, oh, da war er weg. Du hast den Frontflügel verloren, also kannst ganz beruhigt in der Box fahren, Felix. Jetzt krieg dich eh nicht mehr. Ist mir egal. Ich fahr erstmal. Oh, oh, Alter! 2 mm eben an der Mauer vorbei, du Schuhe. Ich fahr erstmal 0,1 an deiner Bestzeit vorbei. Ey, Felix, nächste Reifen kaputt. Alter, das ist ein Rennen, ey. Ey, wenn du so weitermachst, können wir in den nächsten Rennen nie wieder in die Box fahren, weil wir nichts mehr haben. Ey, das ist AMG Mercedes. Die haben genug Schotter. Oh Gott, ja, das ist eine Aufnahme, frag nicht nach Sonnenschein, ey. So viele Boxenstops haben die noch nie gesehen. Oh mein Gott. So, jetzt kannst du ganz beruhigt in der Box fahren, Felix. Jetzt krieg dich eh nicht mehr. 44 Sekunden. Ey, jetzt kannst du ganz beruhigt sein. Es ist cool, wenn du den hinter dir überholen lässt, weil er halt schneller ist. Und danach wieder überholst, musst du ihn nicht mehr überholen lassen. So? Sinn? Es ist schön. Ey, aber das Gute ist, ich habe alle 2-3 Runden neue Reifen gekriegt, ne? Ich weiß auch, wieso ich so eine gute Zeit fahre. Ja. Meine Zeit war auch nicht so schlecht. Ich meine, 1:23.8 geht. Ja, 1:23.8? Respekt. Hm. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass du mit Tastatur fährst und ich mit Controller. Ja, aber bedenkt, dass ich scheiße in dem Spiel bin, ja. 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 Frag mich mal, ich bin noch beschissener dran als du. Ja, heute vielleicht, aber sonst nicht. Normalerweise. So, jetzt kommt eine neue Runde und ein neues Glück. Mal gucken, vielleicht kriege ich meine Zeit noch unterboten. Also 1:23.731.
ist time to beat. Boah, perfekt eben die erste Kurve erwischt, Alter. Geht schon gut los. Perfekt eben in der anderen Kurve im Frontflügel erwischt. Vettel hat schon gewonnen. Wir sind jetzt in Runde 19. Ja. 20. Wieso schwenken hier die gelben Flaggen? Haben die den Arsch offen? Weil ich meine Teile verloren habe. Ja, super, nochmal gedreht. Tut mir leid, aber ich habe nur 3 Frontflügel verloren. Ich will gar nicht. Das war 7 oder 8 Stück. Ja, wir kommen eh nicht mehr ins Ziel. Doch. 1,40 meinst du? Ja. 1,23 dauert eine Runde. Jo, zweimal Strafe. 20 Sekunden Zeitstrafe, ja, jetzt, kann mich jetzt eh nicht interessieren. Jetzt sind wir hier bei 1,29, 1,27, das schaffe ich nicht mehr. Und ich bin vor dir. Oder kann man die letzte dann fertig fahren? Nein. Ja, also. Dann wird das nichts mehr. Ich habe jetzt noch 1. Du bist vor mir, wo bist du? Im Ziel. Jetzt? Hä? Alter! Ich war doch erst in Runde 19. Die haben uns doch überrundet. Achso, plus eine Runde. Okay, die lassen dich gar nicht mehr zu Ende fahren. Wie viel Abstand hatten wir? Keine Ahnung, steht nicht da. Ey, ich hab den noch fast eingeholt. Ja, weil ich in die Box bin. Ach so. Ich hab die aber jetzt zum Schluss fast noch eingeholt gehabt. Hätten wir die eine Runde gehabt, dann wären wir... Ne? Wahrscheinlich. Wobei du noch 20 Sekunden Zeitstrafe bekommen hast. Hm. Okay. So, nach diesem durchaus erfolgreichen Rennen. Nochmal kurz die Frage reingeworfen. Jonas, hast du noch was gefunden? Ah, nicht wirklich. GTA, aber... Das, also zumindest das neue, sehr toll. Also, das habe ich mir auch überlegt. Ob ich mir irgendwann im Laufe der nächsten Monate GTA 5 hole. Weil da hast du einen super geilen Online-Modus. Ja. Es gibt ja jetzt auch diese Koop-Hunts. Ja. Felix. Ja? Freu dich schon mal aufs nächste Rennen. Ja, ich gehe jetzt raus aus der Session. Ja, trotzdem, freu dich schon mal aufs nächste. Ach Gott. Kanada und Regen. Du siehst nichts. Habe ich doch gerade auch nicht. Nee, ich meinte jetzt aber im Rennen jetzt. Ach Gott. Das wird was, Leute. Also, naja. Gut. Damit beenden wir diese Aufnahme. Jo, bedanke ich uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Beim Jonas, dass er da war. Genau. Herzlichen Dank für deine Anwesenheit. Oh, richtig, haben wir verloren. Fühlst du dich jetzt gut? Ja. Yeah. Er hofft, dass wir es aufgeben, Rennsimulationen zu spielen. Ich sollte jetzt immer dabei sein. Ja. Okay. Gut. Dann wird es eine schlechte Saison. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Servus. Ciao.